Entwicklungen in der Musik entdecken, verstehen und in Improvisation umsetzen. Die Kreativtalente vokalisieren so erstmals ihre eigene musikalische Identität. Immer die erste Runde am Montag, wenn da alle mal da sind, spricht niemand, alle trauen sich nicht und plötzlich ist es eine Riesengruppe und die machen alles gemeinsam. Und auch wenn jemand was falsch macht, das ist egal jetzt. Aber dann lernen die auch über Fehler zu lachen und das ist das Allerbeste. Innerhalb von wenigen Tagen entsteht in der Landesakademie für die musizierende Jugend in Ochsenhausen ein Ensemble, dessen Mitglieder aufeinander reagieren, um gemeinsam Musik zu machen. Aufeinander hören und dann sozusagen zusammenspielen, aber halt trotzdem so auch mal ein Solo spielen, also einfach auch andere zu begleiten und dann zuzuhören, wie was Neues entsteht. Ich finde das einfach, ja, gefällt mir. Ja, ist auf jeden Fall freier geworden und vielleicht auch ein bisschen mehr selbstbewusster, weil ich war früher nie selbstbewusst so beim Spielen. Und durchs Improvisieren, dann hat man ja keine Noten und nichts vorgeschrieben, das was man machen kann. Das heißt, man hat sehr viel Freiheit und kann auch ein bisschen virtuose Sachen machen oder so. Dann wird es Zeit, die eigenen Melodien und Rhythmen zu Papier zu bringen. Auf dem Stundenplan steht Notation. Also das hier gibt mehr Halt im Lesen. Weil man sieht, wo die Taktmitte ist. Da haben wir Schlag 1 hier, Schlag 2 hier und Schlag 3. Ja. Ein Leben ohne Singen ist möglich, aber sinnlos. Und ich glaube, das kann man auch auf die Musik beziehen. Die Kulturakademie der Stiftung Kinderland fördert junge Menschen mit einer Leidenschaft und einem Talent für Musik und begleitet sie dabei auf ihrem musikalischen Weg. Ba-da-ba-ba.